Astrologie, Freunde und Freunde der Astropolarity-Lehre. Ich möchte ein ganz kurzes Video, weil kurz reicht völlig aus, denn die Astropolarity-Lehre ist eine auf den Punkt genaue astrologische Schulrichtung. Könnt ihr auch alles lernen. Guckt mal auf astrovitalis.de die ganzen entsprechenden Lehrgänge. Auf den Punkt möchte ich Folgendes sagen, und zwar zu Kate, der Prinzessin von Wales, die ja, wie man ja aus der Qualitätspresse weiß, im Krankenhaus war. Man äußert sich nicht darüber, was denn da gewesen ist. Eine Bauchoperation. Nun, ich blende das Geburtsbild ein. Es ist natürlich so, dass wenn man sowas hört und jetzt irgendwie mal astrologisch versucht, die ganze Geschichte da zu beleuchten, also Licht ins Dunkel zu bringen, da muss man gucken, was für Auslösungen sind. Und wir haben in der Astropolarity-Lehre die Pyramidenrhythmen, eine rhythmische Prognosemethode, als mit Sicherheit weltweit genaueste Methode in diesem Sinne, die es gibt. Und was sagt uns diese prognostische Methode? Sie sagt uns, dass der Uranus, der im vierten Feld bei Kate steht, und das ist eine Mond-Uranus-Konstellation, dass dieser jetzt gerade im sogenannten kleinen Pyramidenrhythmus ausgelöst wird. Damit ist immer eine Aufgabenstellung verbunden. Kleiner Pyramidenrhythmus, der große Pyramidenrhythmus hat dann eine Lösungsabfrage sozusagen zur Folge. Also es wird gerade der Uranus in vier ausgelöst. Das Entscheidende dabei ist, warum der also auch körperlich in Erscheinung treten kann, zum Beispiel in Form irgendeiner Erkrankung, weil an der vierten Felderspitze, wie ihr seht, der Skorpion ist und der Pluto, der dazugehört zum Skorpion, der steht im dritten Feld, also im ersten Quadranten. Insofern nach der APL kann das also körperlich in Erscheinung treten, dieser Mond-Uranus. Was ist Mond-Uranus? Ich bin ja nun seit über 50 Jahren in der Astrologie unterwegs, auch in der astrologischen Medizin. Und deshalb gibt es etwas sehr Wichtiges zu vermelden, was also die Mond-Uranus-Konstellation angeht. Manche von euch, vor allem die, die ganzen Ausbildungen schon gemacht haben, wissen das. Mond-Uranus ist bei Frauen eine Konstellation, die zu geschätzten 90% zu jeglicher Art von Unterleibserkrankungen führen kann. Ob das jetzt Myome sind, ob das Unregelmäßigkeiten in der Periode sind, wenn es jüngere Frauen sind, bis hin zu Unterleibskrebs, Entfernung der Gebärmutter und so weiter. Das gesamte Spektrum Mond-Uranus neigt aus Gründen, die ich nicht kenne, aber es ist ein Erfahrungswert, dazu, dass Unterleibserkrankungen in Erscheinung treten können, wenn eben diese Bedingung, dass es auch körperlich in Erscheinung treten kann, gegeben ist. So, und deshalb sage ich, dass es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eben halt eine Operation an der Gebärmutter gewesen ist. Welche Art kann man natürlich nicht sagen. Das hängt davon ab, wie diese Frau im Sinne von Mond-Uranus, denn in sich selber zu Hause ist. Das ist nämlich das eigentliche seelische Problem, was dahinter steckt. Aber darüber will ich jetzt überhaupt gar nichts sagen. Es wird eine Unterleibserkrankung sein und die muss auf jeden Fall massiv ernst genommen werden. Möglicherweise ist auch der Grund dafür, warum da so geschwiegen wird. Ich will darüber nicht spekulieren, was es sein kann, aber es kann sehr wohl was Heftiges sein. Die astrologische Medizin ist ein großer Bestandteil innerhalb der Astropolarity-Lehre. Und nach dem Motto, sag mir deine Symptomatik, nenn mir deine Erkrankung und ich sag dir, was dein größtes Problem ist. Vielen Dank.